Guten Morgen. Ja, es ist inzwischen schon gleich 11 Uhr. Wir sind schon ein Weilchen wach. Aber ja. Oh, die Sonne ist auch noch nicht wirklich da. Also wir werden es heute lassen. Ich gehe zwar dann trotzdem ein bisschen raus, aber nicht dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Aber na gut, das verschieben wir dann auf ein Wochenende, wo es schön ist. Sonst macht das keinen Sinn. Oh, ich rieche die Brötchen, ich rieche die Brötchen, ich habe so Hunger. Aua, Moment. Hallo, hallo. Immer mehr gut was machen. Zack. So, ich habe auch schon mal die ersten 10 Seiten in dem Buch gelesen, beziehungsweise die ersten 11 Seiten sogar, weil da kein Punkt war auf der 10. Seite. Und ja, mal sehen, wie lang das Kapitel ist. Ob ich dann auch noch hierin die nächste Kurzgeschichte lesen kann, mal sehen, wie lang die ist, und dann wieder hierin lesen kann. Aber ich kann dir mal sagen, wie weit ich mit den jeweiligen Büchern bin. Hier bin ich bei Seite, also bis Seite 365, 65, das wäre schön, 365, vor allem 135, ich komme in den Teil, glaube ich, schneller. Dann hier bis Seite 144 bei dem Fantasy-Buch und bei dem Thriller auf Seite 134. Mittendrin? Okay. Stimmt, der kam dann nicht schon. Also 135 bin ich sogar. Glaube ich. Irgendwie so in dem Dreh. Juh. Klar rieche ich die Brötchen, wenn sie auf dem Tisch stehen. So was Dusseliges. Ach ja. Gut. Dann wird erst mal was gegessen. Nur den Belag hat er noch nicht hier. Den muss ich mir wohl noch holen. So. Mal gucken, ob das jetzt geholfen hat. Nusch, mit meinen Haaren, mit seinem Shampoo. Ja, kann es ja nur gut werden. Ja, das hat ja schon mal geholfen. Muss man unbedingt ein neues Shampoo haben. Weil dieses teure, möchte gern Antifett-Shampoo, das kann man nicht dran treten. Das Mist. Jupp. Oh, das war jetzt aber anstrengend. So, ich lese jetzt hier weiter. Die nächste Geschichte ist eine Zwergengeschichte von Markus Heitz, da bin ich schon mittendrin. Und das geht jetzt weiter damit. Und wie ihr seht, sind wir nicht rausgegangen. Gerne. Nein. Gehen wir generell nochmal raus? Nicht. Also eher nicht. So, jetzt sind tatsächlich alle Vlogs soweit bearbeitet. Ich werde auch den Vlog von gestern schon mal für morgen hochladen. Dann muss ich morgen noch das eine Video von heute bearbeiten, hochladen, dann bin ich auf neustehende Dinge. Und dann kommen wir dann mal mit ein paar Büchervideos, die ich schon seit längerer Zeit fertig habe, quasi. Also nicht bearbeitet, nur nicht hochgeladen. Und ja, dass da auch wieder was kommt, weil nur Vlogs ist ja auch ein bisschen blöd für eigentlich nur ein Bücherkanal, was ursprünglich mal gewesen ist. Und ja, wenn ich auch Lust habe auf Büchervideos und so weiter, auch selber wieder, ich gucke ganz viel. Ja, wird das schon wieder Zeit. Habe ich jetzt? Das habe ich das hier bearbeitet. Oh, meine Liste ist fast auch schon wieder fertig. Das ist so prima. Also diese To-Do-Listen sind im Moment ganz, ganz klasse. In der Reihenfolge. Ja. Gut. Dann lese ich erstmal Markus Heitz weiter, würde ich sagen. Habe ich vorhin schon gesagt, da habe ich noch was anderes gemacht. Egal. Die nächsten 10 Seiten sind jetzt fällig. Toll, toll. Ich habe auch echt Lust auf diese, habe ich schon gesagt, dass ich Lust auf so Kurzgeschichten habe. Ich habe hier noch Halblinge, also so, auch so ein fettes Buch, Halbling. Da habe ich ja schon angefangen und bin auch relativ weit gekommen eigentlich. Ich glaube fast bis zur Hälfte, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Aber wenn ich das auch so mache wie bei dem Buch hier, dass ich jeden Tag eine Kurzgeschichte lese, dann wäre das doch eigentlich nicht schlecht. Und ich habe mehr Kurzgeschichtenbücher, heute noch ein paar Gedichtbände und ein paar. Ein. Ich glaube nur ein Gedichtband. Dann kann man das damit auch machen. Dann werden die auch wieder gelesen. Weil so ganz Kurzgeschichten in einem Rutsch weglesen, ist irgendwie nicht so meins. Deswegen lieber so. Und dann nebenbei noch ein Hauptbuch. Okay, jetzt sind es gerade zwei. Aber auch nur, weil das eine eben so lahmig ist. Aber ich will es auch nicht abbrechen, nicht schon wieder. Ich weiß auch nicht. Vor allem, es klang so toll. Also, keine Ahnung, ich habe mich da so gefreut drauf. Und dann ist der Typ so merkwürdig. Und ich denke mir so, Mann,
Und die Trolle ist auch so komisch und das ganze Zeug ist komisch und mit der Geschichte werde ich nicht warm. Aber da quäle ich mich jetzt tatsächlich durch, weil ich nicht mehr Rätsel-Exemplar abbrechen möchte. Jo. Gut. Ich bin hier in den, ich weiß nicht wieso, tut voll weh. Kleiner Fein und tut ganz voll weh. Ist ja normal. Okay, dann nehmen wir das Kaffee. Den zweiten Viertel für ihn, den dritte. Ja. Und ich werde lesen. Ich habe gerade bei Fatzebook gesehen, dass der nächste Band von Veilchen rauskommt im September. Gleich in meinem Kalender eingetragen. Einen Neuzugang muss ich mir nächstes Jahr noch holen. Den habe ich noch nicht. Das ist der dritte Band von der New York Diaries Reihe. Genau, Phoebe. Den muss ich mir noch holen. Ja, es gibt so ein paar Bände, also ein paar Bücher, die ich mir dieses Jahr auf jeden Fall noch kaufen will. Quatsch. Und meine Haare fühlen sich auch besser an inzwischen. Ja, deine nicht. Nein, die sind schlumpf persönlich heute. Heute Sonntag. Und besser? Ja, das ist jetzt flüssiger. Ja, wirklich, ey. Einen großen Esslöffel reicht für eine ganze Pulle. Ja. Wahnsinn. Ich habe meinen Pudding, ja, vier Esslöffel sind schon ein Pudding. Aber ich habe meinen Pudding gestern nicht probiert, weil ich vergessen habe, ihn in den Kühlschrank zu stellen, denn mich nicht getraut habe, ihn zu essen. Und wahrscheinlich ist es eh nichts für mich, weil es so krümelig ist und ich das ja nicht so mag. Also ich weiß nicht. Was hast du denn da? Oh. Oh. Fies. Und ich habe gerade ein bisschen Bauchschmerzen. Yay. Mal wieder. Toll. So, jetzt haben wir Kaffee zu Ende. Nee, ich mag kein Smoothie. Und der mit Körnern drin ist ja noch schlimmer, das hatten wir schon mal. Ich mag echt keine Smoothie. Angst vor Fremden. Na wunderhübsch. Jetzt kann ich ihn. Was? Jetzt kann ich ihn entwickeln. Yay. Den Sonnenstern. Kern. Kurz. Gute Nacht. Ja. Du hast die Tür offen gelassen. Ja, machen die Katzen die gleich wieder auf. Na, gestern kam keiner. Ja. Oder kein, nee, er kommt ja nicht. Ich wusste nicht, dass einer hier ist. Ja. Das müsste dann wohl sein. Ach, stimmt. Ja, heute war ein faulenz langweilig Tag. Das Wetter war erst beschissen. Und nachmittags wurde es denn schön. Als sie beschlossen hat, dass wir nicht gehen. Ja, ganz toll. Prima Einfall. Ja, hätte sich nochmal auf den Nachmittag ein bisschen gelohnt, ne? Ja. Ach, schade. Ja. Naja, vielleicht nächstes Wochenende. Es kommen noch mehr schöne Wochenenden, hoffen eben, wir mal. Wo wir zu Hause bleiben. Genau, nächstes Wochenende zum Beispiel haben wir auch nichts vor. Mhm. Ich habe die nächsten zwei Wochenenden auch nichts vor. Na dann, wird Zeit, oder? Glaube ich jedenfalls. Vielleicht schaffen wir ja nächste Woche. Obwohl, nächstes Wochenende. Was ist da? Ist, glaube ich, Muttertag am Sonntag aber erst. Also, Samstag ist nichts. Mich interessiert der Muttertag. Wer hat denn heutzutage noch eine Mutter? Also, ja, klar. Ich bitte dich. Logisch. Ich glaube, wir beide. Meinst du? Das ist ein Fusselzeug hier. Ja, mir hängt das Schildchen von dem Teil hier genau im Gesichtsfeld. Nicht, dass ich viel sehen würde, weil ich meine Wolle nicht aufhabe und keine Kontaktlinsen drin habe, aber ja. Ja, hier ist vorne. Du doof. Naja, wir werden sehen. Mal gucken. Wir werden den Ober nochmal schaffen. Bestimmt. Ober machen wir nochmal so eine Schiffchenfahrt, wenn es besser. Aber das erst im Sommer, ne? Naja, ich sag mal. Nee, nicht Knallsonne. Nee, aber klar. Wenn so 23 Grad im Schatten sind, dann ist das schon ganz gut. Gottes Willen. Entschuldigung, ich bin sonst müde. Es wird da zu warm. Aber erstmal haben wir Woche Urlaub. Das wäre schön. Arbeiten. Ohne Sonderfrei. Eine Woche durchziehen. Zwei. Drei. Nein, drei nicht. Drei. Und dann ist Urlaub. Nee. Das ist erst vier Wochen arbeiten nein, und dann. Nein. Doch. Ich habe nur drei Wochen halt frei. Was? Na klar. Wieso? Ich habe doch Sonderurlaub beantragt. Davor und danach genug. Davor? Stimmt, muss ich ja doch vorbereiten auf alles. Ich denke, du hast nur eine Woche. Mindestens. Ach ja, schade. Aber ich habe den Freitag auch frei. Ach, wie schön, ja. Prima. Ja. Und danach... Hast du in zwei Wochen den Brückentag auch frei?
In 2 Wochen den Brückentag? In 3 Wochen den Brückentag. Was ist ein Brückentag? 26. Mai. Möglich, muss ich gucken. Ich weiß es nicht. Es ist echt nicht. Deswegen sage ich ja, ist ja nur noch 3 Wochen und dann ist ja endlich wieder Urlaub. Naja. Ja. Ja. Alles wird gut. Ja. Na? Bestimmt. Bestimmt. Bald ist Wochenende und schönes Wetter. Und bald ist der Urlaub. Ich dachte, bald ist der Osterhase. Nein, kein Osterhase, Urlaub. Ja, ja. Ostsee, wenn das nicht im Wasser fällt. Ja, wenn ich schlechtes Wetter ist, da eigentlich hinwollen. Ja. Bescheiden. Egal, wir werden sehen. Okay. Dann wünschen wir euch eine gute Nacht. Schlaf eine schöne Start in die Woche, weil ab morgen ist ja dann wieder alles regulär. Jeden Tag ein Video. Yay. Und, also und, ab Dienstag, ab morgen ja. Für euch. Und guten Start in die neue Woche. Ja. Wenn das Video nicht so spät hochgeladen wird. Nee, morgen. Na gut. Also für uns morgen, für euch ja heute ist wirklich. Ja, heute morgen. Na, für uns am Montag. Am Montag ist dieses Video online. Morgen. Sehr schön. Ist ja nicht mehr lange. Genau. Nur noch 1,5 Stunden oder so. Ja, so ähnlich. Ja. Na denn. Gute Nacht.